Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Fran Bo. Und wir müssen in diesem Raum noch die Pillen zu uns nehmen. Schauen wir mal, was dann passiert. Wunderschön, wunderschön. Oh, krass. Verstecke deinen Schmerz. Schauen wir hier mal. Wach auf, Isabel. Wach auf, Isabel. Der schwarze Schatten berührt dich. Ich glaube, er sagt, dass du bald stirbst. Hast du Angst zu sterben? Ich hoffe nicht, denn es passiert, ob du es magst oder nicht. Na, das ist ja nett von dir. Mit deinen großen Muskeln und haarigen Armen. Ja, der sieht noch ganz okay aus. Das hier eigentlich auch. Mal schauen, was sich am Fernseher vielleicht verändert hat. Habt ihr es gesehen? Man sieht so ganz leicht das Gesicht. Ich glaube, ich sehe etwas. Oder nicht? Ja, dein eigenes Gesicht. Uah. Sieh mich an. Ich sage, ich sorge mich, während du vor Hunger stirbst. Sieh mich an. Ich sage, du bist schön, während ich dich vergifte. Sieh mich an. Ich sage, ich liebe dich und lehre dich selbst Hass. Okay, oh Gott. Und hier? Oh nein, sie haben es total falsch gemacht. Sie haben deinen Kopf in kleine Teile geschnitten. Bitte hol mich heraus. Bitte hol mich heraus. Wo ist der Clown hin? Okay, das ist das gleiche wie immer. Und hier? Auch. Okay, ich glaube, hier ist sonst nichts. Ist hier irgendwas anders? Nee, hast du mein Kätzchen gesehen? Okay, dann gehen wir erstmal wieder rüber. Zum Glück ist sein Kopf wieder da. Oh Mann. So, ja, gut. Dann schauen wir mal da drüben. Hier gibt's endlich Essen. Die Uhr ist groß und tickt. Tick, tack, tick, tack. Es hört niemals auf. Das Signal ist seltsam. Das ist bestimmt, weil wir so weit entfernt von allem sind. Ich verstehe nicht ganz, was Sie sagen. Was haben wir denn hier? Schokolade. Lecker. Ich mag keinen bitteren Kaffee. Das Menü des Tages. Nudeln. Da ist nochmal ein Teddy. Das Sofa ist zum Sitzen da. Wartet. Ich kann mich nicht hinsetzen. Das Sofa ist besetzt. Riecht nach AA. Wieso das? Okay. Mami liebte es, Rosen zu zeichnen. Und das? Ich mag das Bild nicht. Mr. Oswald starrt mich irgendwie an. Ich glaube, Mr. Oswald ist sehr alt. Alt genug, um tot zu sein. Und hier? Mr. Midnight, bist du da? Scheinbar nicht. Oh Mann, was soll ich tun, um mein Kätzchen zu finden? Oh, das sieht gruselig aus. Hallo, bist du neu hier? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein. Bist du von unten? Sie glauben, mir geht es jetzt besser. Wie heißt du? Könntest du mich bitte töten? Bitte. Klar, peng, du bist tot. Danke, ich kann jetzt nicht reden, ich bin tot. Oh Gott, okay. Was haben wir denn hier noch so? Eine kleine Limonade. So durstig bin ich nicht. Ich vermisse Mr. Midnight. Das ist alles, was ich weiß. Oh, ich sehe schon, wie die Zimtschnecke in meinem Mund schmilzt. Eine leckere Zimtschnecke. Ich frage mich, ob die Nudeln frisch sind. Sie sehen nicht so aus. Der Salat sieht ausnahmsweise frisch aus. Milchige Milch. Ich denke, die Packung ist sauer. Wie immer. Hallo. Oh, hallo, Fran. Wie geht es dir heute? Ich sehe tote Tiere. Das ist geil. Du meinst im Fernsehen? Nein, ich meine wirklich. Ach, vergessen Sie es. Sehr gut, Fran. Geh und spiel jetzt mit deinen Freunden. Fran, ich habe es dir gesagt. Kümmere dich um deine Sachen. Ich bin sehr beschäftigt. Ist ja gut, meine Güte. Okay, dann lass uns mal überlegen, was haben wir denn momentan? Eigentlich sehe ich nicht, wie man irgendwas davon miteinander verwenden könnte. Hatte irgendwer Hunger? Ich weiß es gerade nicht. Willst du was essen? Oh, Jason, er heißt sogar Jason. Das kann ich nicht tun. Ach, halt, wir haben uns hier ja noch gar nicht in der anderen Welt umgeschaut. Krass, okay. Okay, da sagt sie das Gleiche wieder. Mami, das ist auch das Gleiche. Das Signal ist seltsam.
Okay, da ändert sich auch nichts. Oh nein, die Schwester ist gestorben. Ich frage mich, wer das getan hat. Ich war es nicht. Oh, sie stinkt wirklich. Fühlt sich an, als wäre der Gestank überall an mir. Okay, da hat sich scheinbar auch nichts geändert, aber hier hinten. Sie verstecken dich, weil sie dich lieben. Sie tun dir weh, weil sie dich hassen. Oh, kleiner Junge, jeder schämt sich für dich. Oh, so grausam, diese bösen, bösen Schatten. Ist hier was anderes? Nee. Okay, dann wechsle ich mal wieder rüber. Jetzt ist die große Frage, wo können wir jetzt etwas tun? Was wollte sie nochmal? Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Ich guck nochmal kurz, ob sich was Neues ergibt. Ich wollte nur wissen, ob du okay bist. Genau, der Kopf wird aufgeschnitten, denn er isst gerne Gehirn. Dein Gehirn gegessen? Du warst tot. Okay, da ist nichts Neues gewesen. Komisch, dass der Dialog da aber immer noch so lang ist. Wie könnten wir sie denn wecken? Mit was zu essen? Hm, selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es nützen würde. Um die Arme zu wecken? Hallo? Raus hier, Gefahr! Papierblick, Durchblick in Aktion! Okay, eigentlich sieht es auch nicht so aus, als wenn man hier jetzt gerade was zu tun hätte, muss ich sagen. So, ach ja, wir haben ihn. Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du? Nee, das finde ich überhaupt nicht gut. Ein Kuss für den Schlüssel. Nee, darauf gehe ich nicht ein, sorry. Hier waren wir auch schon gewesen. Ich gehe nochmal nach oben. Beim WC. Ich schaue nochmal da. Was war da gewesen? Ach ja, das Mädchen. Hey ihr Lieben, nachdem ich eine Viertelstunde hier rumgelaufen war und nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich mir jetzt mal die Freiheit genommen, in der alten Demo einmal nachzuschauen und dann ist mir aufgefallen, da gab es ja noch einen Screen und dann habe ich das Auge bemerkt. Es tut mir echt total leid. Ich hatte dann aber schon vermutet, dass ich wahrscheinlich einfach irgendwas übersehe. Also ich habe jetzt einfach die letzte Viertelstunde rausgeschnitten und dann machen wir jetzt weiter, nachdem ich weiß, dass es mit dem Auge weitergeht. Sorry nochmal. Hey Annie, wie geht's dir? Hast du keine Angst vor mir? Nee, warum sollte ich? Weil ich Zaubertricks kann und dich müde machen kann. Zaubertricks? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Zeig mal. Dir zeigen? Aber es ist sehr gruselig. Besser du machst es. Was? Das kann ich nicht. Ich bin kein Zauberer. Ich kann dir das magische Zeug geben. Oh. Wirklich? Wow! Ja, das magische Zeug, das alles einschlafen lässt. Oh, das ist toll, stark und super. Hier, ein Geschenk. Nimm es. Langsam. Eine Pille. Okay, wie funktioniert es? Ich habe keine Ahnung. ich glaube, ich erinnere mich dunkel an die Pille. Magisches Zeug, das alles schlafen lässt. Ich glaube... Genau, aber ich weiß nicht mehr, für wen das war. Oh, das ist jetzt magischer Kuchen. Mein ganz eigenes Kuchenrezept. Kann natürlich sein, dass das gut wäre für den Typen beim Schlüssel, ne? Oh, wartet mal, ist sie jetzt wieder weg? Wieso ist sie denn einfach wieder weggegangen? Wieso wartet sie nicht auf mich? Vogel, Vogel, ich mag dich. Ach, halt. Ich wünschte, du könntest mich hier rausholen. Kannst du? Flieg weg, worauf wartest du? Schauen wir mal. Ach... Ein Stock. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Okay, das kennen wir schon, was sie da sagt. Fass mein Schwert nicht an. Ah, oder wir müssen ihn einschläfern. Ich wusste nicht, dass es dir gehört. Du solltest dich verbeugen und deutlich sprechen. Ich bin dein König. Ah, der König mag Zeichnungen. Oh, ich verbeuge mich vor euch, Herr. Sehr gut, mein Kind. Was ist der Grund deines Besuchs? Ich möchte euren Gehstock haben. Welchen Gehstock? Meinst du mein Schwert? Ja, eure Hoheit, euer Schwert. Was würdest du mir dafür geben? Alles, was ihr braucht, eure Hoheit. Bring mir ein Schloss und ein Pferd. Nur dann überlasse ich dir mein Schwert. Was ist das hier? Annie liebt es, die Milch wie ein Kätzchen zu trinken. Leider ist sie nicht meine Katze. Ich werde sie vermissen.
Ich denke, sie wird sich nicht an mich erinnern. Die Katze oder Annie? Ich will das nicht. Ich bin nicht hungrig. Wenn Damien die Nudeln isst, können sie wohl nicht so schlimm sein. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Okay. Vielleicht können wir dem König das, was er will, ja malen. Ich male etwas Besonderes für den König. Super. Sehr hübsch geworden, meine Liebe. Das benutzen wir mal mit dem König. Das gefällt ihm. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Yay! Na super, na endlich. Der königliche Gehstock des Königs. Ach nee, nicht benutzen. Sekunde, kombinieren. Ah, super. Und da? Diese Tür ist nachts immer abgeschlossen. Ich kann nicht raus. Ich denke, ich muss bis morgen warten. Aber das ist lächerlich. Ich muss mein Kätzchen finden. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir ihn erst sedieren müssen. Ich probiere mal einmal den Stock so zu benutzen. Ah, das geht bestimmt nicht. Ah. Hey, 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 gib mir das. Du kannst den Schlüssel nicht haben. Aber ich habe hart daran gearbeitet. Es ist meine Greifomatik. Geben Sie sie zurück. Sei still. Du machst die Regeln nicht, sondern ich. Dieses Spielzeug da ist jetzt meins. Sie Mistkerl, ich werde sie wiederkriegen. Das werde ich. Tu, was du willst. Ich werde diesen Stuhl nie verlassen. Okay, da ist er jetzt. Wir probieren es mal mit der Zimtschnecke. Ich will keinen Ärger kriegen, daher habe ich einen Kuchen für sie. Ich habe kein Interesse, irgendwas von dir zu nehmen. Bitte nehmen Sie ihn. Es wird Ihr Leben ein wenig versüßen. Ich will mein Leben nicht versüßen. Jetzt geh. Also wollen Sie ihn nicht? Nein, und jetzt lass mich in Ruhe. Verflixt? Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du, na? Okay, ich probiere nochmal. Nein, und jetzt lass mich in Ruhe. Wem können wir das denn sonst? Aber vielleicht wurde jetzt auch was getriggert. Da müssen wir jetzt mal gucken. Hallo, geht's dir gut? Ach nein, jetzt haben wir den Dialog schon wieder getriggert. Sorry. Nichts. Tschüss. Adieu. Okay, ich gehe einfach mal hier rüber. Obwohl, es könnte natürlich auch sein, dass einfach in der roten Welt der Stock trotzdem noch da ist. Nein, ist er nicht. Ist ja gemein. Ihh, ein knuspriger Schweinekopf, bereit serviert zu werden. Okay, da ist es scheinbar auch nicht. Und hier ist Herr Schwein einfach nur nackt. Hol dir den Schlüssel. Vielleicht ist oben jetzt was bei der Toilette. Weil der König... Beziehungsweise ich guck mal ein bisschen genauer, ob irgendwo noch Wege sind. Okay, das wissen wir aber schon. Das haben wir schon hinbekommen jetzt. Wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Das ist echt nicht einfach. Dieser Zaun ist sehr abgeschlossen. Oh, diese Uhr klingt komisch. Vor allem habe ich ja auch nichts mehr, was ich irgendwie benutzen könnte. Oh, das Auge dieser Uhr sieht aus wie das von Mr. Midnight. Ich habe ja momentan jetzt wirklich nur noch den Schlaf... Die Schlafzimt-Ecke, blablab. Ach so, wartet mal. Vielleicht... Hier geht's nicht weiter, okay. Vielleicht wacht sie jetzt auf? Nee, leider auch nicht. Hier, die Tür ist immer noch zu, ne? Genau. Ah, doch wird was getriggert. Ich habe Marcel von der letzten, oder Marcel von der letzten Lieferung erzählt, aber er hat sie noch nicht angesehen. Naja, er wird es bald tun. Hey Gladys, tust du mir einen Gefallen? Klar, alles außer dem Wachmann den Kaffee bringen. Warum nicht? Ich kann es nicht tun, weil ich mich um die Kinder kümmern muss. Ich habe selbst etwas zu tun, tut mir leid. Ich kann das machen. Oh je, hoffentlich ist das dann jetzt nicht schlimm, dass ich das schon verbraucht habe. Fran, was ist jetzt schon wieder? Kann ich Ihre Zeitschrift leihen? Nein. Das ist aber nicht nett. Ah, Kaffee. Oh mein Gott, tut mir leid, liebe Finger, das ist heißer Kaffee. Vielleicht kann ich das kombinieren. Ich sollte den perfekten Kaffee nicht ruinieren. Wartet mal. Okay, ich dachte, vielleicht kommen wir so an Ihre Zeitschrift.
Kann ich noch was anderes? Hör zu, junge Dame, ich bin den ganzen Tag... Hier? Und höre mir jedermanns Probleme an. Es ist jetzt spät und ich bin sehr müde. Geh einfach. Tut mir leid. Wie heißen Sie? Mein Name ist Blanka. Und jetzt geh bitte. Kann ich vielleicht nochmal? Bitte, Fran, geh einfach. Okay, ich habe aber jetzt einen Kaffee, aber ich habe mein tolles Zeug dafür verbraucht. Das ist vielleicht schlecht jetzt. Grüße, Heldin. Danke sehr. Ich hab dich auch lieb. Ach, wartet mal. Oh, echt eklig. Hä, hatte ich mir das überhaupt schon angeschaut? Es lebt. Wenn mein Kätzchen hier wäre, würde er es wahrscheinlich angreifen. Ich hoffe, es verfolgt mich nicht. Ich glaube, das habe ich vergessen, mir anzuschauen, ne? Bitte sag mir, ob du mich hören kannst. Warum hast du auch dieses Wesen neben dir? Es starrt dich an. Vielleicht will er dich fressen. Okay, hier ist das Gleiche. Dieser heilige Mann hat dich gänzlich ausgezogen. Oh, wie schön diese Rosen sind, nicht wahr? Deine Mami glaubt dir nicht. Der heilige Mann. Oh nein, das ist wahrscheinlich in der Kirche oder so. Irgend so ein Priester. Okay, sonst ist hier alles beim Alten. Aber wir haben jetzt einen Kaffee. Aber wo ist Annie mit ihren Drogen? Da, Annie, halt! Warte, ich brauche deine Hilfe. Warte, bleib bei mir. Gute Nacht, liebes Spiel. Nein, warte. Geht's dir nicht gut? Annie, warte doch mal. Wo geht sie denn hin? Ich folge ihr jetzt einfach mal. Annie. Verflixt, dann ist sie aber fort. Ich brauche deine Hilfe. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Vielleicht, wenn ich ihr das Zeug gebe, vielleicht ist das Abführmittel. Wo ist sie denn jetzt hin? Jetzt ist sie fort. Das gibt's doch nicht. Ich guck mal, ob er sich über den Kaffee freut. Hier ist ihr heiß, heiß, heißer Kaffee. Oh! Schau, was du getan hast, du verrücktes Waisenmiststück. Das hast du absichtlich getan. Jetzt muss ich mich umziehen. Oh, es brennt. Geh nicht weg, du kleines Scheißkind. Nein, ich gehe nicht weg, aber ich hol mir meinen Stock. Muahaha. So, komm zurück zu deiner großartigen Erschafferin. Hab ich dich. Jetzt kann ich das Büro aufschließen. Kann ich das dann noch nehmen? Nee. Okay, dann schließen wir mal das Büro auf. Huch. So. Muahaha, wir sind im Büro. Aber an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fran Bo wieder. Ich freue mich drauf. Also dann bis dann. Ciao, ciao.